Einen wunderschönen guten Morgen aus Österreich. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Tour. Ja, wie ihr gehört habt, ich bin jetzt wieder in Österreich unterwegs, um genau zu sagen, im Tannheimer Tal. Wir haben jetzt 7.30 Uhr, Start war vor 2 Minuten vom Parkplatz Tannheim-Schmieden. Für die, die es interessiert, Tagesticket kostet dort 5 Euro. Ist eigentlich ein mega guter Parkplatz. Von dort könnt ihr verschiedene Touren eigentlich in der Gegend starten. Tagesticket kostet 5 Euro. Kleingeld solltet ihr immer parat haben, weil der Automat wechselt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob man dort mit Karte zahlen kann. Ja, nach einer Zwangspause von 2 Wochen fast, bin ich endlich wieder hier in den Bergen unterwegs. Ja, die letzten Tage waren wettertechnisch wirklich nicht so schön. Sehr, sehr viel Regen und ja, alles drum und dran. Da konnte ich leider nicht in die Berge fahren. Aber heute ist es mega gut. Blauer Himmel, ganz leichte Bewölkung. Es ist Sonntag. Was will man mehr? Also Wettervorhersage für den Tag ist auch schön. Da habe ich gesagt, komm, ich nutze den Tag spontan. Bis gestern Abend wusste ich gar nicht, ob ich das heute noch zeitlich schaffe, aber es hat geklappt, daher freue ich mich umso mehr. Was ist geplant? Wir laufen jetzt erstmal in Richtung Vilsalpsee und vom Vilsalpsee soll es gemütlich hochgehen zur Lachenspitze auf 2130 Meter. Mal schauen, ob da ein bisschen Schnee schon liegt, weil ich habe gerade eben gesehen, bei der Hinfahrt auf manchen Gipfeln liegt schon so ein bisschen Schnee, 5 cm, 10 cm. Lassen wir uns mal überraschen, weil, wie einige vielleicht von euch wissen, ich bin nicht so der absolute Schneefan. Aber egal, kriegen wir auch hin. Mal gucken, vielleicht laufe ich auch noch ein, zwei Gipfel mehr da oben. Aber es ist heute nichts Dramatisches, sondern eine gemütliche Tour für mich, würde ich sagen. Oder für meine Verhältnisse. Aber ich freue mich wirklich. Wenn man mal so 2 Wochen nicht hier ist oder so, dann vermisst man das eigentlich relativ schnell. Daher würde ich sagen, nutzen wir den Tag und freuen uns gemeinsam auf eine schöne Tour. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lasst mir wie immer nachher einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Würde mich freuen. Und nochmal die Erinnerung an alle, die bis jetzt noch nicht auf Abo geklickt haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, auf Abonnieren zu klicken. Kostet euch nichts und mir schadet es wie immer auch nicht. Ja, also wäre auch ganz lieb, auf Abo klicken, damit helft ihr mir natürlich auch. Dann würde ich sagen, nochmal, schön, dass ihr dabei seid. Lasst uns die Tour starten. Bis gleich, viel Spaß. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt nach gut einer halben Stunde Wanderung den Vilsalpsee erreicht. Und das Panorama hier ist wahnsinnig schön. Den See kann ich euch natürlich auch sehr empfehlen. Aber es ist ein Touri-Hotspot hier. Also gerade im Sommer, Wochenenden, wenn das Wetter schön ist. Aber auch so, weil es ist leicht hier hin zu wandern. Ja, es ist relativ eben, flach. Also es ist wirklich ein Hotspot hier. Aber es ist wunderschön, das Panorama drumherum mit den Bergen. Das hat was. Aber wenn ihr mal hier in der Gegend seid, lauft mal um den Vilsalpsee. Ja, ich war ja schon mal vor gut zwei, drei Monaten hier, als ich die Tour zum Geißhorn hochgemacht habe auf 2200 noch was. Da bin ich von der anderen Seite hoch und dann quasi hier runter und dann hinter mir am Vilsalpsee entlang. Und jetzt laufe ich links herum. Und dann geht es auch gleich irgendwo mal links Richtung, ist das die Landsberger Hütte? Ich glaube, die Landsberger Hütte hoch. Ja. Dann beginnt auch schon der spaßige Teil wieder. Ja, und oben liegt tatsächlich schon ein bisschen Schnee. Also der ein oder andere Gipfel, die ein oder andere Kuppe ist schon weiß. Ja. Aber alles nicht so dramatisch. Das ist nur so ein bisschen. Mal gucken, ob wir auch noch das ein oder andere Schneefeld oder über das ein oder andere Schneefeld laufen. Hier geht gerade so ein leichter oder so ein Wind, aber der fühlt sich warm an, so ein Föhn. Total erstaunlich, ich dachte, es wäre jetzt kälter, aber der Wind ist echt warm. Ja, weiter geht's, ich melde mich gleich wieder.
Ja, von hier habt ihr jetzt, oder habe ich jetzt einen mega schönen Blick auf das Geißhorn und auf das Rauhorn. Wie gesagt, hier habe ich ja schon beide Touren gemacht. Einmal aufs Geißhorn und die Rauhornüberschreitung. Beide Videos verlinke ich euch unten in die Beschreibung. Kann ich euch auch sehr empfehlen anzuschauen. Vor allem in die Rauhornüberschreitung. Das ist schon ein bisschen was Anspruchsvolleres. T5 plus Klettergrad 1, 2 vielleicht. Auch mega schön. Gerade an die Rauhornüberschreitung erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Werde ich irgendwann auch mal nochmal machen, definitiv. Definitiv. Ja, weiter geht's. Hey Leute, ich sage euch, die ersten paar Höhenmeter sind immer so anstrengend. Ja, ich habe jetzt den Filzabsee hinter mir gelassen. Und ich habe die ersten paar Höhenmeter hinter mir. Und die sind immer so anstrengend, bis der Körper mal hochfährt. Ach, Wahnsinn. Aber schön. Weiter geht's. Ich hole euch später ab. Ja, nach gut eineinhalb Stunden habe ich den Traualpsee erreicht. Was für ein Wahnsinnspanorama hier oben. Wahnsinn, unglaublich schön. Da über den Kamm kommt jetzt auch die Sonne langsam raus. Ha, mega schön, herrlich. Aber jetzt pfeift doch ein etwas stärkerer Wind hier. Auf den könnte ich jetzt verzichten. Aber es ist zum Glück nicht kalt. So, nächstes Ziel ist die Landsberger Hütte. Und ich meine, da oben sehe ich es ja auch schon. Und ich sehe auch schon das Gipfelkreuz der Lachenspitze weit entfernt. Das heißt, ich melde mich gleich wieder. So, jetzt wird es langsam aber sicher etwas alpiner. Ich befinde mich jetzt zwischen der Landsberger Hütte und etwas überall des Zauberalpsees. Und ja, so ein paar Stellen, da geht es ein bisschen hoch, aber die sind auch abgesichert oder entschärft mit Seilen zum Festhalten. Aber auch ohne Seile wäre das wirklich gut machbar. Hier, guck mal. So, ich melde mich gleich, wenn ich bei der Hütte angekommen bin. Und dann schaue ich mal, wo lang ich gehe, links oder rechts. Das entscheiden wir dann gleich. Bis gleich. So, wir haben jetzt genau 9.25 Uhr und ich stehe an der Landsberger Hütte. Das heißt, ich habe 1 Stunde 55 vom Parkplatz in Tannheim bis zur Hütte benötigt. Und hinter mir seht ihr auch schon die Lachenspitze, den Gipfel. Das ist jetzt mein Ziel. Ich hatte überlegt, noch zwei andere Gipfel mitzunehmen, die nicht so hoch sind und fast auf dem Weg liegen. Aber das werde ich heute nicht machen, weil es ist windig, es ist glatt und ja, die anderen Gipfel sahen mir einfach nicht so interessant aus, sagen wir mal so. Daher gucke ich, dass ich nur auf die Lachenspitze komme. Und das reicht dann für heute auch. Ja, der Wind pfeift jetzt doch echt stark hier. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser. Zieht auch ein wenig zu.
Und meine Kappe ist futsch. Mal gucken. Ah, ist jetzt ärgerlich. Aber kann nur besser werden. So, die ersten paar Millimeter Schnee. Ich sag euch, ist nicht die anstrengendste Tour, die ich je gemacht habe. Aber ich bin total genervt. Der Wind, dann der Weg da unten, der war matschig. Da bist du mit den Schuhen teilweise kleben geblieben. Ach je. Jetzt hier ein bisschen Schnee, ein bisschen rutschig. Aber die Aussicht gleich von oben. Dafür machen wir das ja. So, weiter geht's. Ich habe jetzt die Abzweigung Lachenspitze-Steinkarspitze erreicht. Ursprünglich wollte ich auch noch zur Steinkarspitze. Das ist nur 30 Minuten von hier ungefähr. Ich wäre wahrscheinlich in 20 da, nochmal 20 zurück. Aber der Wind, das macht gerade echt keinen Spaß. Der Wind, der wird immer stärker und jetzt ist er auch echt kalt. Also nicht angenehm, nicht schön. Aber Leute, ach, da hinten liegt schon einiges mehr Schnee. Die Aussicht ist Wahnsinn, schaut euch das mal an. Ich sehe die ganzen hohen Berge. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, für nächstes Jahr Sommer habe ich jetzt schon Touren geplant, alles zwischen 25 und 30 Kilometer Touren und es geht auf die ganzen hohen. Also da könnt ihr euch schon auf einiges freuen. Aber erst nächstes Jahr natürlich, nach dem Winter. So, ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter und mache heute wirklich nur die Lachenspitze. Werde oben meine Gipfelgrüße los und dann geht es auch schon wieder weiter. Ich melde mich gleich wieder. Ja, ich freue mich immer, wenn das immer mehr alpiner wird. Aber der Aufstieg zur Lachenspitze ist relativ entspannt. Aber das seht ihr dann auch noch gleich. So, hier kommt jetzt eine kleine Kraxelstelle, nichts Dramatisches, aber ihr müsst so ein bisschen oder eine Hand benutzen, damit ihr euch ein bisschen festhalten könnt. Aber technisch ist das auch nicht wirklich schwer hier. Da könnt ihr auch schon das Gipfelkreuz sehen. Bald haben wir es geschafft. So, kurz vor dem Gipfelkreuz der Lachenspitze und wir mal die letzten paar Meter laufen wir gemeinsam. Genießt den Weg bis dahin. Geschafft. 2136, wenn ich mich nicht irre. Die Lachenspitze. Oh, Wahnsinn. Schön hier.
Und was für ein Blick auf den Traufalpsee, auf den Pilzalpsee. Mega. Ich würde sagen, an dieser Stelle genießt die Aussicht. Ich nehme die einladende Timelapse auf, die einladende Slow Motion. Und danach melde ich mich mit den Gipfelgrüßen. Bis gleich, genießt die Aussicht. So, ich hoffe, ihr habt die Aussicht genossen. Ist natürlich mega schön hier oben und ja, man hat ja wieder einen geilen Blick, so einen 360-Grad-Blick ja, über das komplette Allgäu, mega schön. Der Wind ist gerade ein bisschen abgeflacht und es wird ein bisschen wärmer. Nichtsdestotrotz wird es jetzt Zeit für ein paar Gipfelgrüße. Die ersten Gipfelgrüße gehen an Bescu und Flammel. Die kennen mich jetzt, oder wir kennen uns auch nur von YouTube. Viele liebe Grüße an euch. Immer schön meine Videos anschauen, liken, kommentieren und viel Spaß bei euren Touren. Freue mich auch schon auf eure Videos. Dann gehen ganz liebe Grüße nach Kraichtal zu Annette und Lothar. Viele liebe Grüße an euch. Danke auch, dass ihr den Link immer an eure Tochter weiterleitet, damit die meine Videos nicht verpasst. Schön weitermachen, das ist ganz nett von euch. Liebe Grüße an euch. Dann empfehle ich euch den Kanal Crazy Wander Couple. Das ist die Jenny, der Michi und Jax. Jax ist ein kleiner Hund und es ist immer ganz lustig zu sehen, wie der sich ja, hier durch das Allgäu, durch die Berge kämpft. Sind auch ganz viele interessante Videos. Schaut auch da mal rein. Ich verlinke euch den Kanal unten bei mir in die Beschreibung. Also Crazy Wander Couple, abonniert, lasst ein Like da und würde mich auch freuen, kann ich euch sehr empfehlen. Dann würde ich sagen, ich mache mich langsam auf den Rückweg. Ich wollte ursprünglich den gleichen Weg wieder zurück, aber ich laufe jetzt eine schöne Runde hier runter. Sieht ein bisschen kraxliger aus und da, dann drehe ich einfach eine schöne Runde und laufe wieder runter in Richtung Vilsalpsee. Aber ich melde mich zwischendurch. Bis gleich, ciao, ciao. Es kann sein, dass das neu ist. Thank you.
Ja, eine schöne Kraxelstelle, aber auch nicht sehr lang und auch nicht dramatisch. Muss man sich halt gut festhalten, dass man nicht abrutscht. Aber ist alles gut machbar. Ja, wie ihr seht, habe ich mich gut eingepackt, weil der Wind pfeift echt schon teilweise eisig hier entlang. Ja, wie gesagt, das Gröbste vom Abstieg habe ich jetzt auch schon wieder geschafft. Ja, leichte Kraxelei. Ja, nichts Dramatisches mal wieder. Aber schön. Und wenn ich hier stehe, habe ich schon auch ein weiteres Ziel entdeckt. Da geht es dann auch irgendwann mal hoch. Aber es geht ja dann auch noch mit. So. Jetzt bin ich wieder in Höhe der Landsberger Hütte. Normalerweise ist da oben auf dem Gipfel relativ viel los, da der Gipfel in Anführungszeichen wirklich einfach zu erreichen ist. Ist ja auch gut frequentiert. Also da ist einiges los normalerweise. Ich habe jetzt das Glück gehabt, da ich auch früh los bin, den Gipfel erstmal für mich allein gehabt zu haben. Dann kam noch ein Mann hoch und mit dem habe ich mich nett unterhalten und auch noch sind wir ein Stückchen zusammen abgestiegen und auch noch gemeinsam gelaufen, bis sich die Wege getrennt haben. Ist immer total cool, jemanden zu treffen auf dem Gipfel, mit dem man sich nett unterhalten kann. Weil gefühlt alle haben dann das gleiche Hobby da oben. Ja, und alle ticken ähnlich. Ist immer wieder was Schönes. So, wie gesagt, ich bin jetzt vor mir ist die Landsberger Hütte. Ich stehe jetzt quasi hier rechts von der Lache, der großen Pfütze hier oben und laufe dann gleich wieder runter Richtung Traufalpsee und weiter Richtung Vilsalpsee. Und dann war es das auch schon wieder fast mit meiner Tour für heute. Ja, ich würde sagen, ich laufe jetzt noch ein paar Meter und melde mich irgendwann mal zwischendurch. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, ich habe den Vilsalpsee wieder erreicht. Habe jetzt noch knappe 4 Kilometer bis zum Parkplatz. Genieße hier ein bisschen die Ruhe, den See, den Blick zum Geißhorn und zum Rauhorn. Ja, schön, schön. Das Geißhorn kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Ist in Anführungszeichen, ist zwar anstrengend hoch, weil es ist steil, es zieht sich, es geht auf 2200 noch was Meter hoch. Ist nicht zu unterschätzen, aber es ist machbar. Das Rauhorn ist ja, wie eben schon gesagt, ein Stück anspruchsvoller. Das müsst ihr mögen. Also wenn ihr nicht gerne kraxelt oder gerne am Fels hängt oder hier oder da ist, tief runter geht, dann ist das da nichts für euch. Aber für mich ist das genauso wie die Hammerspitzenüberschreitung. Genau sowas mag ich eigentlich. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch auch die Videos unten in die Beschreibung. Guckt da auch nochmal rein, lasst mir da auch einen Daumen hoch da. Ja, das war es dann auch schon für die heutige Tour. War eine sehr gemütliche Tour, auch eine schnelle. Also es ging jetzt echt zügig hoch, zügig runter. Wusste, wie gesagt, war bis gestern Abend nicht klar, ob ich das überhaupt heute machen kann. War eigentlich eine etwas längere Tour geplant, aber am Ende wären es doch 18, 19 Kilometer. Ich habe 2-3 Kilometer abgekürzt, weil ich die anderen Gipfel da nicht mitgenommen habe. Aber egal, ich war jetzt auf der Lachenspitze, das war eh der höchste Gipfel von denen. Daher passt das alles. Die Lachenspitze ist ein sehr, sehr entspannter Gipfel, würde ich sagen. Also da könnt ihr, das ist ein Berg, ein Bergen kann ich jedem empfehlen, der mal so einen Berg auf dem Gipfel hoch will. Ist nicht wirklich sehr, sehr schwer. Wie geht's weiter? Ich würde sagen, ich melde mich das nächste Mal vermutlich von Oberstdorf, wenn das Wetter mitspielt.
geplant waren da nochmal 2 Tage. Aber jetzt die Wettervorhersage zeigt jetzt keinen Sonnenschein mehr an, sondern eher Regen. Daher muss ich mal gucken. Aber ich denke, wenn alles so klappt, melde ich mich das nächste Mal wieder aus Oberstdorf mit der einen oder anderen Tour. Lasst euch überraschen. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, einen Kommentar und wie immer, wer noch nicht auf Abonnieren geklickt hat, macht das bitte. Kostet euch nichts und mir hilft das dann auch weiter. Ich würde sagen, bis demnächst. Genießt die Tage, bleibt gesund und wie immer, die nächste Tour kommt ganz bestimmt. Bis dann, ciao, ciao. We'll be right back.